Fast 2 Jahre ist es her, seitdem das Bildbearbeitungsprogramm Lumina AI zu Lumina Neo umbenannt wurde. Vieles wurde damals versprochen und angekündigt. Zeit also zu schauen, was die Lightroom und Photoshop Alternative mittlerweile so alles kann. Neben den ganzen Funktionen, die man bereits aus den älteren Versionen kennt, wie zum Beispiel den Himmel austauschen, eine künstliche Sonne hinzufügen oder diverse Presets, ist das Programm heute deutlich aufgeräumter und schneller geworden. Einige der neuen Funktionen, die ich euch heute hier zeige, findet man direkt als erstes im Katalog, andere in der Bearbeiten-Sektion und manche sind etwas versteckt. Aber ihr wisst gleich Bescheid. Fangen wir an mit Nummer 1. Dämmerungsoptimierer AI. Diese Funktion soll einfach und mit wenigen Klicks einen Look imitieren, wie man ihn am Morgen oder am Abend rund um die Dämmerung fotografieren kann. Ich habe es mit diversen Fotos ausprobiert und am besten funktioniert es mit tristen, wirklich langweiligen, grauen Bildern, wie zum Beispiel diesem hier. Einfach eine der Voreinstellungen auswählen und mit den Reglern an den Feineinstellungen die Intensität und den Bereich, auf den der Bildeffekt angewendet werden soll, bestimmen. Welche der Voreinstellungen gefällt dir am besten? Eher die gelbe oder die blaue? Schreib's mal in die Kommentare. Nummer 2. Wasseroptimierer AI. Diese neue Funktion erkennt automatisch Wasser in einem Bild, maskiert es und verstärkt die Farbe des Wassers entweder Richtung Blau oder Grün. Hier zum Beispiel bei diesem Bild aus Schottland aktiviere ich einfach die Funktion. Die Maske zeigt mir jetzt die Bereiche an, die jetzt im Wasser verstärkt werden. Und über die Maskenfunktion kann ich die Bereiche noch erweitern oder auch Bereiche entfernen, je nachdem, was ich möchte. Hier zum Beispiel nehme ich den Wasserfall nicht mit dazu, dafür aber die Bereiche unten an dem Wasserbecken bei den Steinen. Apropos Masken. Nummer 3. Maskieren AI. Hier hat sich einiges getan. Es gibt jetzt bei den Masken etwas versteckt die Möglichkeit, automatisch das Bild durch KI analysieren zu lassen. Hier zum Beispiel bei diesem Bild werden automatisch Berge, Wasser, Mensch und so weiter erkannt und maskiert. Wenn man auf die Schaltfläche dann klickt, ist die Maske aktiv und man kann gezielt den Bereich bearbeiten. Nummer 4. Eine weitere Option ist die Objektauswahl AI. Hier kann man jetzt zum Beispiel bei der Highland-Kuh auf die Bereiche klicken, die man maskieren möchte. Und Stück für Stück erkennt die KI das Hauptmotiv, das ich jetzt bearbeiten kann. So gibt es jetzt neben dem klassischen Pinsel, Radialverlauf, normaler Verlauf und den Luminanzmasken eben noch KI-Funktionen, die die Arbeit erleichtern können. Nummer 5. Porträt mit Bokeh AI. Diese Funktion erkennt automatisch die Person in einem Foto, maskiert sie und rechnet dann den Hintergrund unscharf. Also quasi wie der Porträtmodus bei einem Smartphone, nur eben bei jedem Foto. Egal wie und wann ihr es fotografiert habt. Wenn ihr also ein nicht so gutes Objektiv habt oder tatsächlich einfach nur mit dem Smartphone fotografiert habt, aber eben nicht im Porträtmodus, dann könnt ihr hiermit richtig schön die Unschärfe im Hintergrund erzeugen. Und so das Motiv, also die Person, super hervorheben. Nummer 6. Magisches Licht AI. Bei diesem Foto aus Norwegen kann man wunderbar die neue Magisches Licht AI Funktion zeigen. Die KI sucht automatisch Lichter in einem Foto und erzeugt dann an den Lichtern, zum Beispiel an Laternen, Sterne, wie man sie sonst nur mit geschlossener Blende fotografisch hinbekommt. Ihr könnt die Sterne komplett anpassen und das Ergebnis dadurch entweder komplett künstlerisch oder auch realistisch wirken lassen. Auch kann man einzelne Sterne wieder wegklicken, wenn es zum Beispiel zu viel des Guten in einem Bild ist. Nummer 7. Generierte Erweiterung. Diese Funktion soll mit KI einen Bildbereich erweitern, zum Beispiel oben, unten oder an den Seiten Bildinformationen hinzufügen. Hier bei diesem Foto möchte ich zum Beispiel oben das Bild etwas erweitern.
Ich ziehe das Bild dafür größer und schreibe auf Englisch in das Feld Add Sky and Mountains, also füge den Himmel und Berge hinzu. Und es funktioniert bei diesem Bild ganz gut. Allerdings habe ich beim intensiven Testen mit verschiedenen Bildern festgestellt, dass man nicht zu viel von der Funktion erwarten darf und eher kleine Bereiche erweitern lassen kann, wenn man mal vielleicht zu eng fotografiert hat. Der komplette Bereich, den man auswählen kann, funktioniert jedenfalls bei mir zum heutigen Zeitpunkt nicht zu meiner Zufriedenheit. Auch fehlen mir Funktionen wie zum Beispiel ein Gitternetz oder Formate vorauswählen wie 4x5, 1x1 und so weiter. Vielleicht kommt das in einem Update, das wäre super nützlich. Nummer 8. Generatives Löschen. Diese Funktion entfernt mit Hilfe von KI Dinge aus Bildern wie störende Personen oder Objekte, die man einfach nicht im Bild haben möchte. Die Funktion hat bei mir im Test gut funktioniert und selbst größere Objekte, wie zum Beispiel dieser Stein hier mit Jaworski-Blatt, bei diesem Foto markiere ich einfach und zack, mit einem Klick ist das alles weg. Kein aufwendiges Stempeln mehr wie früher, mega gut. Nummer 9. HDR und Panorama. Die HDR- und Panorama-Funktion gibt es schon seit Beginn von Neo und findet man ebenfalls vorne im Katalog. Man lädt die Bilder, die man zusammensetzen möchte, zuerst in den Katalog und zieht sie dann von dort in das Kästchen an der Seite. Das funktioniert erstaunlich gut mit den RAW-Files, die ich habe, allerdings ist das HDR später dann ein JPEG oder ein TIFF. Im Panorama-Erstellen-Modus sind die Oberfläche und die Möglichkeiten sehr schön umgesetzt und das Panorama lässt sich einfach und schnell erzeugen. Und danach kann man dann wie gewohnt mit den normalen Edit-Funktionen in Luminar weiterarbeiten. Nummer 10, das Focus-Stacking oder wie es auf Deutsch im Programm heißt, fokussierte Stapel. Wenn man kleine Dinge sehr nah am Objektiv fotografiert, dann wird entweder der Vordergrund oder der Hintergrund scharf. Beides zusammen wird in einigen Fällen physikalisch unmöglich. Gleiches gilt auch für zum Beispiel Makrofotos, selbst mit Blende 18. Da hilft Focus Stacking, also mehrere Fotos vom Stativ mit verschiedenen Schärfebereichen fotografieren. Hier bei dem Foto mit den Blumen und dem Bachlauf ziehe ich die beiden verschiedenen Fotos mit verschiedener Schärfe einfach auf das Kästchen und ruckzuck sind beide Bilder zusammengerechnet und alles in dem Bild ist jetzt scharf. Echt ein richtig gutes Ergebnis. Weitere Funktionen seit Neo Release sind zum Beispiel noch Hochskalieren, also das digitale Hochrechnen eines Fotos für mehr Megapixel. Rauschen reduzieren, AI und diverse Porträtfunktionen, die du dir am besten einfach mal selber intensiv ansiehst. Aktuell gibt es Luminar Neo mit 30 Tage Geld-Zurück-Garantie und mit sattem Rabatt mit dem Code Jaworski. Aber nur für 10 Tage ab Release dieses Videos. Klick dafür einfach auf den Link unter dem Video, gib den Code ein und spar dir ein paar Euros. Mittlerweile kann man auch wählen, ob man Luminar abonniert, auf Monats- oder auf Jahresbasis oder einfach per Einmalkauf mit Lifetime-License holt. Also da sollte jetzt für jeden etwas dabei sein. Und ihr spart auf jeden Fall mit dem Code, also merkt ihn euch und klickt auf den Link. Was war denn jetzt dein Lieblingsfeature der 10 und mehr, die ich hier gerade gezeigt habe? Und wie, findest du, hat sich Luminar über die Jahre gemacht? Schreib's mal in die Kommentare. Daumen hoch klicken tut nicht weh und hilft mir weiter, Videos hier auf diesem Kanal zu veröffentlichen und den Kanal zu abonnieren, macht absolut Sinn, um kein Video mehr zu verpassen. Danke schon mal dafür. Mein Name ist Benjamin Jaworski und ich wünsche dir richtig gute Fotos.